Wir sind ja gerade im Urlaub und waren heute mit den Kindern unterwegs und auf einmal hat es übertrieben angefangen zu schütten. So haben wir uns ganz schnell in so einen überdachten Außenbereich von einem Café gesetzt und haben gedacht, okay, wir bleiben jetzt einfach noch ein bisschen hier. In dem Café war es aber so, dass da so eine Regenrinne durchgeführt hat, wo dann quasi einmal in so einem Strahl auch aus dem Außenbereich so das Wasser dann durchgeflossen ist. Hat nämlich wirklich übertrieben krass geschüttet. Unser kleines Kind wollte da unbedingt drin planschen, aber ich wollte halt nicht, dass ihre kompletten Schuhe und ihre Hose nass werden. Und der erste Impuls wäre dann wahrscheinlich gewesen, Nein zu sagen. Aber ich habe mir eben überlegt, wie wir das hinkriegen können, dass eben ihr Bedürfnis zu planschen, also ihr Bedürfnis nach Spielspaß, Erholung und mein Bedürfnis nach weniger Stress, weil ganz ehrlich, ist es halt auch blöd, wenn sie dann komplett nass ist, unter einen Hut gebracht werden und habe deshalb einfach ihre Schuhe und ihre Leggings ausgezogen. Dann konnte sie da ein bisschen barfuß planschen. Und als sie damit fertig war und zufrieden war, konnte ich sie einfach wieder abtrocknen und anziehen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt Nein sagen muss, um die eigene Grenze durchzusetzen, sondern dass man auch Wege finden kann, ohne dass sich das für die andere Person überhaupt wirklich wie eine Begrenzung anfühlt.